Hi Leute, Hubertus hier von Fishing King. Herzlich willkommen zu unserem neuen Format, das Adventure Tutorial. Und zwar werden wir heute zum ersten Mal ein Adventure Tutorial drehen. Wir sind nämlich hier in der Nähe von der Elbe an Jörg Strelos Hausstrecke, ja, dem Biosphärenreservat hier. Und unser Ziel ist es heute, Zander vom Ufer im Winter zu fangen. Und da werde ich dem Jörg komplett alle Fragen stellen, wie das funktioniert, was sind die besten Stellen, worauf muss man achten, wie Köderführung, wie lang fischt man welche Stellen aus, wie groß müssen die Köder sein und so weiter. Das wird der Tutorial-Aspekt sein. Das heißt, wir lernen vom Zandermeister, dem lieben Jörg Strelo, wie es perfekt funktioniert. Ich lerne wieder was dazu, ihr lernt mit. Und der Adventure-Part, das ist das Catch and Cook, was wir vielleicht anschließend machen werden. Ich bin heiß und wir legen jetzt los. Der Jörg wartet nämlich schon am Wasser. Wir sind genau richtig in der Zeit. Irgendwie haben noch 5 Minuten, also let's go. Bevor wir jetzt beim Jörg sind, gibt es noch so ein paar allgemeine Updates nochmal. Wir haben uns ja länger nicht gesehen. Die letzte Zeit war ich selber ja wenig bei uns auf dem YouTube-Kanal präsent, weil ja viel los war. Die Amazonas-Reise war da. Da wird es auch noch, das Video folgt auch noch. Keine Sorge, Leute, das wird ein sehr episches Video, ein sehr epischer Reisebericht, was ich dort erlebt habe im Amazonas bei den Indianern. Was für legendäre Fische wir da gefangen haben. Das kommt noch, keine Sorge. Was gibt es noch für Updates? Ich bin schwanger. Eugen ist schwanger, genau. Eugen ist schwanger. Kriegt jetzt in 3 Monaten ist es soweit, ne, Eugen? Mhm. Ja. Gratulation, könnt ihr in die Kommentare schreiben. Danke. Okay Leute, das Adventure geht schon los. Wir müssen jetzt erstmal den Jörg finden. Der hat einen Standort uns geschickt, wo sein Auto steht. Und da meint er, wir sollen 4,3 Kilometer links runter gehen, die Mole entlang. Und dann würden wir den finden. Der ist dann da am Wasser. Ist ganz easy, wir würden den auch sehen. Der ist der einzige Angler hier. Und, man sieht? So easy ist es gar nicht. Nichts. Wir sind jetzt eine halbe Stunde suchen. Wir fragen uns, wie sollen wir den hier sehen? Ja, schreibt mal in die Kommentare, wie sollen wir ihn sehen, bitte. Warte, siehst du das da hinten da, dieses... Ja, das ist aber gut. Dieser kleine Kopf da hinten, weißt du? Jörg! Die Suche nach Jörg Strelo. Jörg, schreit der. Vielleicht will er Verstecken mit uns spielen. Mhm. Versteckfangen, weißt du? Jörg, das Spielchen, das können wir mitspielen. Können wir den ganzen Tag spielen, ne? Können wir den ganzen Tag spielen, dann fangen wir nur ganz an. Dann gehen Eugen und ich jetzt gleich einmal schön ordentlich was hier in der Wirtschaft essen, Jörg. Kannst du aber glauben. So, wir sind endlich angekommen. Jörg hat uns auch mal zurückgerufen. Er wollte in der Tat ein bisschen mit uns spielen, der Jörg. Das sind nämlich keine 4 Kilometer, der steht hier irgendwo direkt hinter der Mole. Und jetzt werden wir den mal schön suchen. Und dann Zandertime. So, wir haben ihn gefunden, ja, einen Scherzkeks. Den werde ich jetzt erstmal schön in die Schnur reinwerfen. Schönen Clown heute Morgen zum Frühstück, wa? Ja, go. Schön, dass ihr da seid. Wunderbar. Hast du die Haare kurz, ne? Ja, ich hab die Haare kurz. Hat die Haare, ja, schön. Sieht gut aus. Ja. Jörg, wie sieht's aus? Geil. Hast du schon Zander, Zander schon auf der Matte oder was? Der Spot hier ist richtig geil, weil da stehst du gegen die Sonne. Da ist schön warm. Der Spot hier ist nicht ganz so geil, weil da sind dann Winde müssig. Ja, geil. Ne? Und die Zander, die kommen erst, wenn es ein bisschen... dunkler ein bisschen wird. Dunkler wird, ne? Wir haben wenig Algenblüte gerade. Ja. Klares Wasser. Mhm. Und von daher denke ich, dass die Sonne mal untergehen, da hinterm Wolfshügel verschwinden. Mhm. Ja, das und dauert noch so 2,5 Stunden, ne? Ja, genau. 2-3 Stunden. 2,5 Stunden etwa. Ja, ist doch perfekt. Und dann bauen wir auf den Wobbler um.
Okay. Und schauen, dass man schön ist. Jetzt auch im Winter? Ja. Seht ihr? Da ist jetzt schon, sind die ersten Learnings schon dabei. Auch im Winter, abends, wenn es dunkel wird, mit dem flachlaufenden Wobbler. Das genau. Gleiche, was wir im Grunde im Sommer auch gemacht haben. Das ist eigentlich ein Klassiker schon ewig. Ja. Das machen wir seit 20 Jahren so früh am Rhein oder an der Elbe. Und wir hoffen auf unser Glück. Ne? Dann werden wir es doch so machen, Jörg. Dann nutzen wir jetzt die, sage ich mal, Beißflautenzeite, um ein Tutorial zu machen. Also worauf muss man achten? Ja. Was sind die wichtigen Besonderheiten jetzt im Winter, um vom Ufer jetzt zum Zander zu kommen? Ja. Und dann Attacke, dann fangen wir an, richtig selber zu fischen. Ja. Und im Idealfall fangen wir dann was und können das vielleicht nur im Hellen, vielleicht aber auch im Dunkeln dann zubereiten. Wir haben auf jeden Fall Kopflampe und alles dabei. Ja, Licht kriegen wir schon, ne? Genau, das kriegen wir Wenn hin. Der Fisch da ist, kriegen wir es hin. Das kriegen wir hin. Kein Ding. Ja, dann würde ich sagen, machen wir uns erstmal hier bequem. Ja, gleich ein Wintertipp. Wenn man einen Drangia-Kocher in der Tasche hat, braucht man ja Spiritus. Ja. Und den sollte man, wenn die Sonne scheint, auch mal kurz in die Sonne reinstellen. Ah ja. Ansonsten stehst du nämlich heute Abend saublöd da. Kalten Spiritus kriegst du nicht entzündet. Ach krass. Ja, und deshalb schön die Sonne oder am Körper tragen, das ist ja auch kuschelig. Hauptsache schon mal ein kleines bisschen warm machen. Ne? Sonst perfekt. Kalten Spiritus kriegst du nicht. Ja, Jörg, wir haben ja gesagt, wir machen heute ein Adventure-Tutorial. Das heißt, sowohl Tutorial fürs Zanderangeln als auch ein bisschen Tutorial, was Adventure angeht. Und ja. Bei mir oder bei Eugen wäre das Adventure jetzt schon in die Hose gegangen, weil ich so Winter-Survival-mäßig noch gar nicht so viel Erfahrung habe. Siehst du mal, ne? Also das sind so die Kleinigkeiten. Das sind die Kleinen, die lernst du dann immer hart in der Praxis. Das hast du wahrscheinlich schon erlebt, dass du dann abends was machen wolltest und ging nicht an, oder wie? Na, natürlich stand ich saudoof vor den Guiding-Gästen, ne? Vielleicht erinnert sich die Gruppe noch, ist 3-4 Jahre her. Ihr erinnert euch noch, ne? Wenn einer von aber euch die hast du dann anders glücklich gemacht, oder? Na, ich habe das Ding dann irgendwie warm geruppelt am Körper und dann ging das. Jetzt legen wir los mit den wichtigsten Fragen, wie man im Winter vom Ufer aus erfolgreich Zander fängt. Und dazu habe ich das so aufgebaut von Fragen her, vom Großen zum Kleinen. Die erste Frage ist, wann ist überhaupt die beste Zeit? Also von den Monaten her und dann auch von den Tageszeiten. Fangen wir erst mal mit den Monaten an, Jörg. Das klassische Winterfischen beginnt so mit den ersten Nachtfrösten. Also, früher war das oft im Oktober schon der Fall. Heute, wenn überhaupt, November, Dezember, Winter immer später. Mhm. Und dann zieht sich der Fisch mit der Abkühlung des Wassers in die tieferen Regionen des Flusses rein, in tiefe Budenlöcher, vor allem aber in Hafeneinfahrten. Und ja, das sollten wir dann natürlich auch fischen. Okay, aber da sprechen wir gleich noch drüber, über die Stellen. Das wäre nämlich meine nächste Frage. Die Frage ist ja jetzt dann so allgemein nochmal, wann ist die beste Tageszeit? Frühmorgens, mittags oder abends? Man sagt ja, liest ja häufig auch mal mehr mittags dann. Ja, ja, klar. Ne? Was gut, sagst du kommt, für Zander? Ihr kommt jetzt vom Rhein, Köln, in relativ klares Wasser und da ist die Abendzeit die beste. An der Elbe wird auch das Wasser immer klarer zum Winter hin. Deshalb sind auch hier die tieferen Regionen am Tage noch ganz gut am Grund befischbar, aber durch das klare Wasser eben auch die Abendstunden. Ne? Gerade so im Nahbereich, an den Buden, im Flachwasser mit Wobbler. Und früh morgens auch noch in der Dämmerung? Ja, auch da gut. Ist es auch gut. Also im Grunde genommen Dämmerung und die ersten Stunden nach Dämmerung. Genau. Und vor Dämmerung. Du hast ja immer das Phänomen, also dass sich das Wasser klärt im Winter. Ja. Algenblüte lässt nach, Schwebstoffe sind weniger und von daher ist die Dämmerung immer die beste Phase. Okay, top. Da haben wir das schon als Hauptlearning. Dann sind wir ja zur perfekten Zeit hier, weil jetzt bald fängt es an zu dämmern. Genau. Das führt mich zur nächsten Frage. Du hast sie ein bisschen schon angeschnitten. Ja. Wo fische ich jetzt am besten? Wo finde ich die Zander im Winter? Fangen wir mit den Gewässern an. Was sind deiner Meinung nach gute Zandergewässer? Also im Fluss, da befinden wir uns ja jetzt gerade immer die tiefen Ecken. Ne? Geht ins Tiefe, wo die Wassertiefen maximal sind. Ich habe mal so als Indikator herausgefunden, wo die Brassen hinziehen. Okay. Da sind auch die Zander. Das heißt, das am besten Google Maps einfach mal gucken, wenn man das Gewässer noch gar nicht kennt. Wo sind irgendwie tief ausgespülte Buhnen? Das sieht man ja schon so grob. Ne?
Genau. Wo haben wir nicht so viel Flachwasserbänke, Sandbänke? Ja, vielleicht lasse ich die Außenkurve da eher buhnen, wie wir sie heute auch ausgesucht haben, die ein bisschen eine beruhigte Strömung haben, eine tiefe Drehgeströmung, das ist das Richtige. Okay, also darf dann auch mal gerne eine Sandbank in der Nähe sein, weil die heben sich ja auch aus dann durch die Strömungskreise, richtig? Absolut. Sandbank ist ja immer auch ein Indikator dafür, wo es sehr flach ist und abgelagert wurde, muss es in der Nähe auch sehr tief sein, weil das Sediment kommt irgendwo her. Und das ist gut, dass du das sagst. Genau. Okay. Und wir fischen dann jetzt heute hier. Wie tief sind die tiefen Stellen? Was für dich tief ist? So für so einen Rhein und für eine Elbe, wo wir jetzt gerade sind? Ja, niedersächsische Elbtalaue ist ja eher ein bisschen flacheres Fließgewässer. Und wir haben so die maximalen Tiefen bei 4-5 Metern. Ja. Muss man bei der Wasserführung im Moment auch schon suchen. Aber wir sind heute auf 4,5 Metern Tiefe gelandet. Okay, also wir sind an so einer top-tiefen Stelle. Ja. So, dann hast du ja generell gesagt, man muss jetzt bei den Tiefen oder bei den Stellen darauf achten. Man hört ja auch immer wieder Hafeneinfahrten, ist eine Top-Stelle, haben wir auch im letzten Video auch veröffentlicht. Wenn man im November, Dezember zum Beispiel ist, aber wir sind ja jetzt schon Mitte Januar, da soll man auf eine Sache unbedingt achten, das ist nämlich ein super besonderer Tipp. Ja, ne? Hafeneinfahrten, klar, da ziehen natürlich auch die dicken Rugner rein, die Laichfische, und wenn man diesem Laichzug ausweichen möchte, dann sucht man besser die Stellen im offenen Fluss auf, so wie wir das jetzt auch machen, die Buhnenlöcher. Und lässt den Fisch mal in die Hafeneinfahrten reinziehen, um da weiter sein Laich anzusetzen, zu fressen und Kraft fürs Laichgeschäft zu tanken. Ja, weil hier ist ja auch so, ich sag mal, jetzt im Februar fängt die Laichzeit an und viele Fische haben jetzt, wie du meintest, schon richtig den Rogen drin. Klar. Und da vorne ist so ein Beispiel, ne? Auf der anderen Seite geht es in eine Einfahrt rein, da ist sogar jemand am Fischen. Der geht genau auf diese Fische quasi. Ja, ob bewusst oder unbewusst, vielleicht ist es ihm gar nicht so bewusst. Vielleicht angelt er auch auf Brassen. Wer weiß, genau, das ist ja eine Mutmaßung nur. Aber auf jeden Fall, sage ich mal, ist das nicht so nachhaltig, weil wenn man so einen Laichfisch hat und der Laich quasi verliert das schon, wenn man den falsch anpackt und so weiter, ist nicht so nachhaltig. Einfach. Guck mal, wir sind jetzt Mitte Januar, ne? Es ist noch kein Winter richtig eingetreten, das Wasser ist recht warm und da sind die Burschen einfach schon weit. Und ich will jetzt einfach nicht Gefahr laufen, dass ich einen Rugner fange, der schon fortgeschrittenen Laichenbauch hat. Ja. Ne? Das muss jeder für sich selbst entscheiden, aber meiner Philosophie entspricht das nicht. Mhm. Und wir kommen ja hier genauso zum Fisch, es ist ein bisschen härter, sage ich mal. Es ist härter. Ein bisschen schwieriger. Ja. Und das angeln wir auf die Überläufer, Überspringer hast du gesagt. Ne? Bei Meerforellen, genau. Da sprechen wir von den Überspringern, von den Fischen, die eine Laichzeit überspringen. Und die gibt es natürlich auch bei anderen Fischarten. Ne? Und zum Beispiel bei Zander. Ja. Und ich habe zur Jahrtausendwende darüber einen Artikel im Blinker geschrieben. Harte Hunde hieß der. Harte Hunde. Die harten Hunde. Das sind quasi so Typen wie Eugen, die im Grunde genommen einfach keinen Bock aufs Laichgeschäft haben, denen Sex nicht so wichtig ist. Genau. Und die dann halt einfach hier an ihren Fressplätzen bleiben, den Winter überstehen, sind was schmaler, schlanker, sportlicher. Ne? Ja. Und die haben halt nicht so viel Geschlechtsverkehr. So, und deswegen hat Eugen auch gesagt, klasse, kann ich mich super mit identifizieren. Ne? Ja, das ist. Und deswegen wird der heute auch mit angeln. Wahrscheinlich wird er auch den ersten Fisch kriegen. Ne? Da bin ich sicher, der kennt sich ja aus. Der ist ein Thema. Ja, okay. Cool, finde ich super. Dann haben wir schon mal das Wo. Also wir wissen, tiefe Stellen. Gibt es da noch irgendeinen Hinweis? Wir fischen jetzt hier auch auf einer Buhne. Ja. Vielleicht können wir das mal kurz zeigen. Wo werden wir die denn jetzt hier ausfischen? Also was geben wir denn hier den Leuten als Tipp? Wir sind jetzt hier, weil es auch von der Sonne ein bisschen schöner ist zu moderieren, auf dem Prallhang, wo die Strömung aufläuft. Da würde ich tendenziell nicht mit dir fischen wollen heute, Hubertus, sondern wir gehen auf den Gleithang. Können wir vielleicht mal kurz zeigen, nur in dem Zuge hier? Das heißt, nicht der flache Prallhang, der turbulenter ist, sondern der trägere Gleithang, wo auch die Strömung das Wasser tiefer ausgespült hat. Genau, das heißt, zur Verdeutlichung, meine Strömung, das Wasser kommt ja von hier runter in die Richtung. Genau. Und wir müssen dann quasi hier die Seite befischen. Weil, wie geht dann jetzt hier die Strömung? Wo fischen wir jetzt hier genau? Du kannst ja auch mal deinen Gummifisch dahin werfen. Das sieht man ganz prima. Schau mal, sieht hier richtig schön, wie sich diese Strömungskante ausbildet. Und da bricht sich einmal die Strömung und kehrt hinten in die Buhne rein, kommt dann wieder zurück, weil hier richtig was passiert. In der Buhne hat sich hier diese Insel gebildet. Stimmt, weil die geht ja wirklich, hier sieht man es ja par excellence, da um die Insel geht das Wasser rum und hier geht es so wieder raus. Ne? Ja. Und da haben wir so einen Kreisel. Das ist mal markant. Das ganze Geschiebe, das hier rausgeholt wurde, aus dem Loch hier unterhalb der Buhne, ist hier mitten reingewandert. Da könnt ihr euch schon vorstellen, hier ist echt tief. So, und das heißt, wir werfen jetzt hier mal 10, 15 Meter weit rein, fischen das Loch hier im Grunde genommen aus. Genau. Und da einfach den ganzen Tag, also von der Taktik her, das ist die nächste Frage, ein Spot aus- und einguten. Ein Spot durchfischen. Und den im Winter durchfischen. Große Fische ausangeln.
gerade wenn man sich ziemlich sicher ist, dass man den richtigen Spot hat, und im Winter kann man es ganz gut einschränken. Genau, aber es gibt nicht so viele Top-Spots am Fluss. Ne? Im Sommer, im Frühjahr hast du ja oft das Phänomen, dass sie umherziehen, ne? Dass sie in die flacheren Buden reingehen, überall mal hier ein Häppchen essen und da. Ja. Aber jetzt ist im Flachwasser nicht mehr viel. Ja. Ja? Und von daher sind die schon ziemlich hart am Grund. Und da sollten wir sie dann auch besuchen in dem tieferen Wasser jetzt hier. Okay, super spannend. Kommen wir zur nächsten wichtigen Frage, die sich viele Leute immer wieder stellen. Gibt es Besonderheiten bei der Ausrüstung? Also welche Rute, Rolle, Schnur, Vorfachmaterial verwendest du im Winter? Machst du da Unterschiede? Da bleiben wir klassisch. Also harte Rute, 260 bis 280 lang, 270 ist die Standardlänge. Mhm. Hohes Wurfgewicht, damit sie straff ist bis in die Spitze, deshalb das hohe Wurfgewicht. Um die 60, 80 Gramm. Genau. Schön steif, hart. Ja, manche Hersteller machen zwischen 30 und 70, der andere zwischen 40 und 80. Genau. Wurfgewicht ist ja immer so ein... Definitionssache, ja. Hauptsache ist nicht kein Wabbelstock, sondern ein schöner harter Stock, die direkt sein. Alles überträgt. Ne? Nicht zu lang, muss den Arm verlängern können, ja. Und dann habt ihr die richtige Rute. Genau, so. Rolle brauchen wir nicht drauf eingehen. 3000er, 4000er Rolle. Genau. Ne? So, die Frage jetzt: Schnur, fischst du da auch deine normale 10 Kilo Schnur? Ein kleiner Schlenker vielleicht auch noch zur Rolle, immer Frontbremse. Ja, haben wir klar, auch schon mehrfach geklärt, ja. Ne? Dass man im hinteren Bereich gut die Bremseinstellung hat, die starke Bremseinstellung. Die ist auch im Winter bei dir knalle zu, bitte, ne? Ja, damit genau. Der Anhieb perfekt durchgeht ins Harte, gerade bei den großen Zander, die jetzt Wahrscheinlichkeit eher beißen als die kleinen Frittenzander. Absolut, also. Qualität statt Quantität, ne? Bei der Winterfischerei, ja. Jetzt hier im offenen Fluss. Wenn was passiert, dann wird es fürchterlich. Das genau, weil so. Wahrscheinlich werden wir heute ein oder zwei Chancen kriegen und die wollen wir nicht versauen durch eine zu leichte, lose Bremse. 80 plus. Die Chance ist gut. Schön so. Zu. Und die Schnur, ich will deine Frage trotzdem beantworten. Mhm. Lieber Hubertus, also das ist jetzt eine 16er. Ja, beziehungsweise eine 15er aus meinem Sortiment. Mhm. Gelb, eh klar, ja, dass ich sie klar. Jetzt beim Licht noch erkennen kann, beim Aufsetzen. Und lieber ein bisschen dicker, also nicht die 13er oder 10er, die ich vielleicht bei der Sommerfischerei hernehme, sondern jetzt ein bisschen robuster. Genau. Damit wir da nicht Gefahr laufen, dass uns das reißt, wenn echt dicker beißt. So, Vorfachmaterial, dein klassisches 34er, 35er genau. Bis 40er Mono oder hat. Fluorocarbon. Ja, Fluorocarbon, ne? Das ist noch ein bisschen besser von der Lichtbrechung her, wird noch ein bisschen schlechter gesehen vom Fisch unter Wasser. Und auch ein bisschen abriebfester. Ne? Genau, und wenn wir später auf den Wobbler umsteigen, immer Stahl. Genau. Ne? Also da bitte kein Ding. Ich sehe, du hast jetzt mal locker 1,80 Fluorocarbon dran. Ja. Erstmal. Ja. Im Sommer hast du kürzere Längen verwendet. Hat das einen besonderen Grund? Dass du einfach sagst, du bist einfach noch vorsichtiger unterwegs. Je länger das Fluorocarbon, desto... Ja, man sollte es schon so lang wie möglich machen. Ja. Na, das war reiner Zufall, dass ich da vielleicht ein kürzeres dran hatte. Vielleicht auch schon mal einen Hänger gehabt, ein bisschen gekürzt. Okay. Lieber ein bisschen länger, dass man einfach auch die Schwingung, die Vibration vom Schnurlaufröllchen ein bisschen durch das Mono wegnimmt. Ja. Na, dass das nicht alles direkt am Köder ankommt, weil manchmal sind Fische echt zickig. Und die vorsichtig. Kennen ja auch schon das ein oder andere hier. Stärker befischte Gewässer ist das schon gut, wenn man das Vorfahren ein bisschen länger macht. Ne? Genau. So, dann haben wir schon mal die Tackle-Frage geklärt. Jetzt kommen wir zur spannendsten Frage überhaupt. Was muss man bei den Ködern im Winter beachten, um die Zander zu überlisten, wenn es kalt wird? Jürg, was sind so die drei oder sagen wir mal vier besten Köder, die wir auf jeden Fall immer dabei haben sollten, die unsere Zuschauer mitnehmen sollten? Ganz wichtig, immer die 30 besten Farben dabei haben. Ne? Das ist ganz wichtig. Ja. So, und wenn man das mit den 30 besten Farben mal geklärt hat, dann genügt es, wenn man sich auf einen Köder einschießt, der so 12,5, 13 cm lang ist. Leute, das war nur Spaß mit den 30 Farben. Ne? Nicht alles ernst nehmen. Genau. Aber ab jetzt wieder ernst ab nehmen. Jetzt. Ne? Schöne, kurze Köder. 12, 13 cm, das ist so die klassische Kauliform. Mhm. Ja, bei mir immer ohne giftige Weichmacher, wisst ihr schon. Mhm. Und das ist so die Größe, die ich durchfische, durchs ganze Jahr. Durchs ganze Jahr. Aber es ist ja auch begründet so, dass man sagt, okay, die Fische sind im Winter natürlich ein bisschen träger und wollen gezielt auch gerne mal einen größeren Happen schnappen, wenn sie dann schon jagen. Was hältst du davon? Höre ich auch immer wieder. Ne? Ja, also ich habe ja auch größere Köder dabei, um euch das mal zu zeigen. Das wäre jetzt ein 17er Rackershed, ne? Auch ohne giftige Weichmacher. Mhm. Ja, ne? Kannst du genauso gut nehmen. Allerdings, die Frage ist halt auch die ich jetzt einmal in die Runde stelle, würde ein Zander, wenn ich ihm jetzt kleinere Beute präsentiere und die vor seinem Maul vorbeiläuft, die nicht nehmen? Und er würde darauf warten, dass er einen größeren Köder nimmt? Ich glaube nicht.
Also auf die Chance warten, wenn das Glück so nahe liegt, dass größere Beute vorbeikommt, das ist nicht realistisch. Okay, weil wir einen relativ kleinen Bereich fischen und die Fische kommen irgendwann im Laufe des Tages, kommen die hier rein oder werden aktiv, liegen hier irgendwo in der Nähe rum, so ist das. Werden aktiv und dann nehmen sie deiner Meinung nach auch dann den Zwölfer, weil der geht auch noch immer rein. Ne? Genau so ist das. Selbst natürlich, wenn sie schon ein, zwei drinne haben, geht ein Zwölfer auch immer noch rein. Ne? Den nehmen sie auch, ja. Ne? Aber der ist etwas leichter zu führen, der ist ein bisschen schlanker, lässt sich auch besser in der Strömung und im tiefen Wasser führen. Deshalb habe ich diesen Hype um die Großköder nie mitgemacht. Stimmt, der hat ja auch weniger Strömungswiderstand. Ne? Ist ein bisschen einfacher dazu führen. Genau so. Besseren Kontakt, gerade für die Anfänger ist es einfacher als so einen dicken Lappen. So ist das. Okay, dann haben wir das doch schon mal, weil das ist in den meisten Köpfen immer drin. Winter gleich richtig dicke Köder, Ü20 am besten. So richtig dicke Gummilappen habe ich auch immer so im Kopf gehabt. Man machen, muss man aber nicht. Genau, okay. Jetzt ist die Köderart. Wir haben ja, fischen ja heute auch mal zwei verschiedene Arten, können wir direkt vorwegnehmen. Einmal normale Action Sheds, heißt mit bewegendem Schwanz, viel Aktion. Mhm. Und einmal mit V-Schwanz. Mal kleiner Widerhaken ist ganz gut, weil du den leicht aus dem Handschuh wieder rauskommst. Ja, perfekt. Na? Nicht nur aus dem Fischmaul, sondern auch aus dem Handschuh. So, das heißt, im Grunde genommen braucht man, wenn wir jetzt 12 cm Länge haben, ein paar V-Schwänze und ein paar normale Schwänze. Und was sagst du hierzu? Wann nimmst du die? Wann? Also über die Brücke gehe ich. Das ist gut, dass du das sagst. Ja. Also ein V-Tail ist wirklich manchmal die bessere Wahl. Also ein Köder, der eigene Aktion hat, der sich bewegt, ist klassisch das, was man durchfischen kann übers Jahr. Aber es gibt Phasen und gerade auch im kalten Wasser, wo so ein V-Tail oder No-Action-Köder durchaus mal probiert werden sollte. Einfach weil die Beutefische sich im Winter ja auch nicht so viel bewegen, ne? Weil genau es einfach so natürlicher ist. Ist. Und vielleicht der Zander, der da hier liegt, auf deinen nicht reagiert, weil er sagt, das ist unrealistisch, ist zu viel Aktion. Ja. Oder es lohnt sich nicht, dem zu hinterher, der ist noch zu lebendig. Dann nehme ich doch lieber den ruhigen V-Tail. Das ne? kann wirklich sein. Insofern gut, wenn du denn heute fischst, genau. bis wir auf Wobbler umstellen ja. später und du auf diese No-Action-Variante vertraust und ich den etwas bewegteren nehme. Und wenn dann auf beide nichts geht, passt halt auch wieder die falsche Farbe. Eben, genau. So, und von den Farben her, vier Grundfarben reichen eigentlich aus. Was Dunkles, was ganz Klares. Ne? Je nachdem, wie jetzt heute, wenn es die Sonne so strahlt, dann natürliche Farben. Kontrast oder Nicht-Kontrast, ne? Das reicht genau. eigentlich. Darum geht es eigentlich. Im Grunde reichen zwei Farben, was so natürlich Dunkles und was Helles. Ne? Also als die Kontrastfarbe hat sich eigentlich Motoröl so durchgesetzt, ne? gerade bei den Gummifischen. Und eine natürliche Farbe ist so klar, transparent, mit Glitter drin. Ja, ne? da kann man nichts verkehrt machen. Ne? Und quasi hier der Ton, der hier unten ist, so ein bisschen klar, natürlich. Genau. Genau, und das ist eher dieses dunkle Motoröl-Ton. Ja. Cool, finde ich gut. Dann haben wir hier auch schon mal Klarheit. Und je klarer, desto einfacher ist es. Und desto weniger müsst ihr ausprobieren. Weil das ist ja eigentlich auch das Geheimnis. Viel werfen nachher eigentlich und nicht die ganze Zeit Köder wechseln. Das ist das Allerwichtigste. Und jetzt haben wir ja noch einen Geheimköder. Wenn es nämlich dunkel wird, und du hast ja gesagt, das ist eben genau eine der besten Zeiten. Im Idealfall geht man ja auch erst abends die Stunden ans Wasser. Ne? Pünktlich zur Dämmerung. Dann fischt man vielleicht noch ein bisschen mit dem Gummi und danach ist der Wobbler die bessere Wahl. Ja, wenn der Fisch sich in Bewegung setzt, vielleicht auch mal die Kante ein bisschen hochkommt, wenn der Futterfisch da ist. Mhm. Und wir sind ja an der Buhne, die wir bewusst ausgewählt haben, weil ihr Futterfisch ist. Mhm. Dann ist der Wobbler wirklich sehr, sehr, sehr gut. Okay, das heißt, das werden wir ja nachher auch noch zeigen und machen, aber im Kern heißt es wirklich, wenn ab dem Moment, wo es komplett dunkel ist oder schon in der Dämmerung, stellst du um. Genau. Und dann deine klassischen, die du auch im Sommer verwendest, Flachläufer, die maximal einen halben Meter tief laufen. Ne? Da geht so einen anderthalben Meter tief. Das ist ja ein recht tiefes Budenloch und da kann man schön mit einem Wurf parallel zur Bude so ein bisschen die Kante abkratzen. Das heißt, du fischst dann hier die Randbereiche ab, alles, ne? Wir stehen schön nebeneinander und fischen dann schön hier immer die Bude lang. Okay. Und hoffen, dass da einer lang zieht. Und dann immer weiter, wirklich 2-3 Stunden bis so 8-9 Uhr. Genau. Oder auch gerne aber bis 10 Uhr oder was sagst ja. du so? Was sind so deine Zeiten? Wir sollten so lange machen, bis wir einen haben. Oder? Okay. Weil das ist ja auch immer die Frage, lohnt sich das denn dann noch zum Beispiel bis 2-3 Uhr morgens zu fischen oder sagst du, nee, die hören auch irgendwann mal auf? Ich bin ehrlich, das ist relativ selten der Fall, ja. ne, dass es dann noch lohnt. Also so die späte Abenddämmerung, so 3-4 Stunden in die Dunkelheit rein, da muss eigentlich was passieren. Aber klar gab es die einzelnen Fische, die man dann auch später noch gefangen hat, wenn man durchgezogen hat. Ja. Wenn eure Form stimmt und ihr Bock habt, ja, dann bleibt länger.
Abende sind schön draußen und wenn der Köder läuft und ihr im Flow seid, einfach weiter fischen. Ja gut, aber im Winter ist es auch kalt, da kann man die guten Zeiten ausnutzen. Da ist halt auch ein Glühwein verlockend, ne? Der zu Hause auf einen wartet. Eben, oder man nimmt ihn halt auch mit. Hast du Glühwein mit? Ja, Kaffee. Ja gut, dann Kaffee ist auch ein Kaffee. Ja gut. Top, dann haben wir auch alles schon mal zu den wichtigsten Ködern. Ich halte fest, V-Tail, normalen, Gummi und Wobbler. Die drei muss man eigentlich mit dabei haben. Exakt. Mehr brauchen wir dann erstmal nicht. Top. Na, und gerne auch kleine Köder. Also es muss kein großer sein. Gut, dass du das thematisiert hast, weil das wird immer wieder gesagt. Im Winter große Köder. Mhm. Cool. So Jörg, jetzt ist ja noch die allerwichtigste Frage. Wie ist jetzt die Taktik und die Technik? Also wie fische ich jetzt mit diesen Top-Ködern? Ich würde sagen, das haben wir relativ schnell beantwortet, oder? Wir stützen uns da jetzt an die Waffen und legen los. Ja, und von der Technik, Faulenzer-Technik, so wie so immer die Im Grunde macht. Ne? Klar. Und von den Sprüngen her ist jetzt die Frage, sag mal, eine hohe Eingeschwindigkeit, Einholgeschwindigkeit, Führgeschwindigkeit, also viele kleine Sprünge oder lange Sprünge eher? Eher defensiver und gerne auch mal die Schleifmethode machen. Ja, also einfach Faulenzer-Methode, klar, Arm verlängert, Rute nach vorne und nur langsam drehen. Also das heißt, Grund runterkommen lassen, genau, mal ein, zwei Mal anhüpfen lassen und dann langsam drehen, dass man immer spürt, okay, ich habe noch Grundkontakt. Genau. Gerade an so Sandboden geht es ja eh perfekt, da hat man keine Hänger. Ne? Schleifst ihn, lässt ihn nicht springen, machst eine kurze Pause, schleifst ihn wieder. Aber das nur mal so als Variationsmöglichkeit. Das machen wir mal. Ne? Dann normales Faulenzen. Mit kleinen Sprüngen. 2-3 Sekunden. Sinkzeit quasi ist dann jetzt perfekt, ne? Ja, eine Sekunde. Es ist ja nicht so wahnsinnig tief hier, ne? Ja. So. Okay, super. So, und wenn ihr wissen wollt, wie diese Schleifmethode geht, dazu haben wir auch ein Video auf dem Kanal. Das haben wir vor 4 Wochen veröffentlicht. Das sind die 3 besten Techniken fürs Hafenangeln. Da erklärt Jörg diese 3 Techniken. Und jetzt müssen wir eine Sache noch ganz wichtig sagen, für alle diejenigen, die das Video nicht gesehen haben. Es gibt ein legendäres Video von uns. Das sind die 5 häufigsten Fehler, die die Leute beim Zanderangeln machen. Da wollen wir jetzt nicht drauf eingehen. Das sind unter anderem die falsche Rutenhaltung, die falsche Anhiebtechnik, die falsche Bremseinstellung und so weiter. Damit ihr diese Fehler nicht im Winter macht, wenn ihr dann die Chance kriegt. Schaut euch das Video an, wenn ihr es noch nicht gesehen habt. Und dann kann nichts mehr schief gehen. Ich würde sagen, das beherzigen wir jetzt alles. Genau. Ultimative Test. Was wird gewinnen? Wirbel, Mono oder? Knack ist das Holz durch hier. Ach. Na, ist unten am direkt am Wirbelknoten, das war die Hauptschwachstelle. Oder am Stein. Steinkante. Aber, ne, ist gutes Material, Jörg. Ja, das ist wirklich ein gutes Material. Ja. Aber das ist das Gute, dass du ja bleifrei fischst. Ja. Super bleifrei. Ja. Hinterlässt du im Wasser den geringstmöglichen. Ja. Vielleicht fange ich auch noch einen Hecht da drauf. Das glaube ich nicht. Ja, glaube ich aber schon, Jörg. Jetzt nimmst du dir einen schönen dicken Haken, schönen fetten 7-0er und machst mal Großköder fischen. Video, weil ich wollte zeigen, wie ich dem Jörg jetzt mal von hinten einfach so Steine in den Rücken schmeiße. Zu überraschen. Spaß. Aufpassen. Aufpassen. So, Leute, wir machen mal eine ganz kurze Pause. Ich glaube, es ist dunkel. Nee, ist nicht dunkel, Eugen. Ich habe die Einstellung wie ein Profi gemacht hier auf Automatik. Ah, naja. Sag mal, Eugen, hast du den Kaffee auch gefunden? Einen schönen Kaffee sind wir hier am Trinken. Gehört natürlich zum Adventure dazu. Die klassische Adventure-Kaffeekanne. Du kannst mich nicht verarschen, Jörg. Hallo, könnt ihr mal ein bisschen serious Fokus hier fürs Video? Ja.
Also, Adventure Kanne ist dabei, schön klein und handlich, passt in jeden Rucksack rein. Also Leute, erstmal hier. Dass du Kaffee mit hast. Ja? Auf Instagram haben wir es schon gesagt. Wir haben. Hallo Fokus. Leute. Das hier sind die weltgeilsten Würstchen überhaupt. Das sind reine Wildschweinwürstchen. Mehr geht nicht. Mehr geht nicht. 100% Wildschwein. Selbst gejagt von Marcel und von unserem Landschlachter verwurstet. Ja. Bio und regional. Erstmal ein richtig geiler Adventure-Snack. So, und jetzt haben wir noch eine kleine Überraschung. Wir haben hier was gefunden, Eugen. Ein cooles. Das wusste ich auch noch nicht. Ja, zeig ihm das mal. Was ist das? Mein Freund, was ist das? Was ist das? Das? Das ist ein klassischer Biber. Ja. Ne, das sieht aber nicht nur ein Biber aus, Eugen. Nein, nicht Biber, sondern... Ein Stück vom Biber? Biberfleisch? Ne, wer heißt denn? Ne, hier ist Biberfleisch. Mann, da hat der Biber hier hat am Holz rumgenagt. Mhm. Und diese Holzschuppen, die da runterfallen, das sind klassische Glücksbringer. Als ob. Ja, hier in der Elbtalaue sagt man, steckst du dir in die Tasche. Oder ins Portemonnaie, hast du gesagt, oder? Oder ins Portemonnaie, also immer Kohle. Na, das ist ja ein echter Glücksbringer, meine ich. Also quasi sagt man, eine Biberschuppe in der Tasche. Steck dir hier auch noch eine rein. Hast du auch immer Asche in der Tasche, ne? Ja, genau. Und da habe ich gesagt, wenn Eugen das rauskriegt, ne, dann ist gleich hier nichts mehr am Boden. Der macht die ganzen Taschen voll. Staubsauger, ich bin gleich für den Staubsauger. Ja, lass mir bitte auch ein bisschen da, ich brauche ein bisschen Asche. Braucht man eine neue Kamera, ich würde mir gerne eine neue Route kaufen. Steck ein, ist gut. Danke sehr. Hinter dir, neben dir steht auch noch ein Biber. Ja. Links neben dir. Hallo liebe Claudi, wir haben Besuch. Guck mal hier, ich habe was für dich. Eine Biberschuppe. Holz von allen Seiten? Ja. Das sind aber die Glücksbringer. Wenn du in der Tasche hast, hast du immer Kohle in der Tasche. Kohle wird fließen, 2,20, Claudi. Hey, das sind auch gute Aussichten. Ne? Also Leute, die Claudi hat uns jetzt noch besucht. Mal sehen, was uns da jetzt noch erwartet. Und wir machen jetzt mal weiter Pause, essen noch einen Snack und jetzt gleich, sobald die Sonne untergeht, greifen wir wieder an. So. Hier Leute, wir machen übrigens ein Video, ne? Könnt ihr Privatgespräche mal einstellen. Es gibt ja auch noch Zuschauer, die kennen auch was von euch. Tschö! Biberschuppen. Nee, ist noch nicht. Also. Bringt Glück. Ja. Kann man nicht. Wisst ihr jetzt Bescheid, Biberschuppen bringen Glück. Ja, Jörg, jetzt kommt gleich die Stunde des Wobblers, oder? Ja, 3-4 Würfe noch und dann kommt der Wobbler dran. Ja. Und wenn es jetzt dunkel wird, nicht mehr so viel rumlaufen. Ja. Krach verscheucht die, ne? Weil die jetzt nah an den Rand kommen und das sind die Erschütterung, ne? Die Erschütterung sind, halt finde ich, sind Grund, ne? Und ja. Da sind die Burschen empfindlich. Ihr könnt laut lachen, ihr könnt reden, wie ihr wollt, aber bitte keine Erschütterung. Bitte nicht. Sind Zander lichtscheu? Manche sagen nee. Kannst voll mit der Kopflampe reinleuchten, macht denen gar nichts. Ich sage, es kommt ja darauf an, wie sehr sie es gewohnt sind. Ja, müssen wir ein bisschen differenziert betrachten. Also das mit der Kopflampe voll reinleuchten ist immer scheiße. Wenn du jetzt quasi beim Nachtangeln bist und ein Feuer machst oder Kopflampe anhast, sage ich auch, es hat eine Scheuchwirkung in meinen Augen. Das ist Scheuchlicht, ja. Ne? Genau. Ich hatte mit dem Wolfram letztens die Diskussion in einem anderen Video und der meinte, nee, das ist hier auch schon wieder wunderschön. Da kommen sie wieder hier. Also abrupten Lichteinfall, den sollte man immer vermeiden. Ja. Was sehr gut ist, ist, wenn du eine kontinuierliche Lichtquelle hast. Genau, so eine Laterne, die ins Wasser leuchtet. Laterne, Brückenbeleuchtung. Genau. Ne? Sowas das ist was anderes. Da, das ist ja auch, da gewöhnen die sich dran. Das kennen die ja dann. Ne? Genau. Da kommt Plankton an, da sammelt sich dann Kleinfisch und da gehen dann auch die Räuber hin. Richtig. So, haben wir das also auch mal geklärt. Ja. Vom Experten die Meinung. So sehe ich das auch. Das macht auch Sinn, ist begründet. Gut, Jörg, ich lege die Kamera nochmal beiseite. Ich fange jetzt auch mal eben nochmal einen Zander. Prima, lass ihn uns rausholen. Wieso? Filmst du? Mhm. Ist doch gar nichts. Hm? Ist doch gerade gar nichts. Ja, aber das ist ja das Besondere. Eugen fängt immer nämlich die Momente ein, wo eigentlich nichts ist. Ah. Die aber dann authentisch sind. Die dann authentisch sind. Da will er und da will er dir auch haben, so das Zeichen quasi mit dem Zaunfall, winken mit dem Zaunfall geben. Du sollst dein Handy wegpacken. Schaffe. Das hat nichts mit Adventure zu tun und du sollst schaffe, genau. Schaffe. Da hängt der Zeug schon seit 2 Stunden bei Instagram, macht die ganze Zeit Fotos von dir, ne? Ich bin die ganze Zeit am Werfen, muss mich darum kümmern, dass wir jetzt Sander vor die Kamera kriegen, ne? Zeig mal bitte in die Kamera. Zeig mal bitte. Zeig doch mal das Bild.
Das sieht echt aus. Zeig doch mal aus, bitte. Das werden wir ein Pärchen, ey. Das kann Sinn machen. Das ist sauschwul. Warte. Nee, das ist nicht. Als ob ihr im Urlaub seid gerade. Ja. Zusammen. Es gibt ja mal Mühe im Leuchten. Ja, was denn? Ich guck doch einfach nur voll süß. Das Bild nochmal hingelegen kann, so schwer wird's sein. Lass mal ein bisschen maskuliner gucken, komm. Guck mal, böse. Machen wir Licht von unten noch so ein bisschen horrormäßig, so, ne? So, Leute, wir sind immer noch in der Dunkelheit. Wir haben jetzt 20 nach 7. Wir sind schon richtig fleißig hier 1,5 Stunden am Durchdrehen, weil sie immer weiter am Einleiern. Aber es hat schon nichts getan. Und jetzt haben wir gesagt, okay, 40 Minuten machen wir noch richtig Fokus, immer weiter werfen mit dem Wobbler. War jetzt wirklich Ausdauer gefragt, ne, Jörg? Das ist das Einzige, was zählt. Und dranbleiben und immer wieder die Kante lang. Ja. Irgendwann schaut mal einer vorbei. Irgendwann schaut einer vorbei, genau. Die Stelle ist top, die Köder sind top, die Technik ist top. Und schön langsam. Schau mal, Jörg, so ist das gut, oder? So, kannst du sogar klein die Glatze. So? Ne? Okay, cool. Und wir müssen nämlich leider schon um 20 Uhr fahren, weil wir ja mit der Fähre noch rüber müssen. Und die letzte Fähre fährt um 21 Uhr. Eigentlich wollten wir hier bis 10, 11 Uhr heute fischen. Aber wir müssen noch rüber, weil wir auch noch in ein Hotel rein müssen. Und die schließen auch irgendwann. Deswegen, falls wir jetzt heute Abend keinen kriegen, werden wir morgen ganz früh aufstehen und nochmal morgen früh angreifen. In der Morgendämmerung. Deswegen, es bleibt spannend, ob es heute Abend noch klappt oder morgen früh. Am besten heute Abend und morgen. Richtig, weil dann gibt es Zander zum Frühstück. Weil der Plan ist ja, das haben wir noch gar nicht gesagt, wie wir die zubereiten. Nee, das lassen wir geheim. Warum? So ein bisschen anteasern können wir schon mal. Teasern? Weil wir wollen eine Hälfte Sashimi, Zander Sashimi, ne Jörg? Genau. Und die andere Hälfte ist Überraschung. Die wird anders zubereitet, ne? Ja. Hast du da schon eine Idee? Oh. Ja. Boah, das wäre geil. Ja, die wird gebeizt. Das wäre geil. Hier schön in der Erde. So krabbert. Mhm. Nee, schön mit ein bisschen Vakuum ziehen, das machen wir. Es ist übrigens ziemlich kalt, ne? Ja. Deshalb sehen wir so ein bisschen komisch aus gerade, glaube ich. Es zieht nämlich richtig kalt ins Gesicht. Aber ich finde, wir sehen so wunderhübsch und toll aus wie immer, Jörg. Ja, das ist ne? Hallo. Hallo. So, wie ihr seht, seht ihr nichts. Wir haben nämlich keinen Zander mehr gekriegt. Schade, wir haben alles gegeben. Wir haben alles gegeben, aber ja. Leider haben wir nicht genug Zeit heute wegen der verdammten Fähre. Und deswegen mussten wir jetzt abbrechen, sonst hätten wir weitergemacht. Ich war richtig im Flow, ganz ehrlich. Morgen früh nochmal. Ha, genau. Wenn der Wobbler mal so läuft, auch wenn es kalt ist, da ja. Glaubt man auch jeden Moment dran. Aber irgendwie haben wir die Chance nicht gekriegt. Ich glaube, hätten morgen. Wir jetzt noch 2 Stunden weitergemacht, wäre die Chance gekommen. Aber deswegen, so. Wir stehen morgen früh um 5 Uhr auf, fahren hier hin. Um 6:30 ist Treffen an der Fähre. Da wartet noch einer auf. Und dann geht es im Sonnenaufgang weiter. Und eine Sache haben wir schon gefangen, nämlich ein bisschen Plastikmüll haben wir eingesammelt. Wenn kein Fisch geht, dann geht auch sowas immer, ne, wenn man was findet. Ja. Leider. Jörg, nimmst du den mit in deinem Auto? Klar. Wunderbar. Gut, also wir sehen uns dann morgen früh wieder. Dann fischen wir mal die Morgendämmerung. Bis morgen. Bis morgen. So Leute, wir sind jetzt am Wasser wieder. Und zwar haben wir es kurz nach 7:37 so. Ihr reichlich seht, früh. Reichlich früh, ist noch dunkel. Und jetzt haben wir heute, hat der Jörg sich gestern in der Badewanne eine richtig schöne Strategie einfallen lassen. Wir teilen uns auf. Einer geht auf die Buhne und der Jörg geht auf die Buhne. Und Eugen bleibt hier in der Mitte. Und derjenige, der zuerst schreit, Fisch, da kommt der Eugen dann hingelaufen. Ja, so erhöhen wir unsere Fangchancen. Wir fischen 2 gute Buhnen ab. Gute Strategie, wir schauen mal, wann er geht. Genau. Vielleicht sind sie heute besser in Bewegung als gestern Abend. Und wir werden jetzt genau 2 Stunden durchfischen bis 9. Genau. Und da sollte was gehen. Wenn bis 9 nichts geht, dann geht danach dann wahrscheinlich auch nichts mehr. Kannst du nochmal 2 Tage durchfischen, ne? Dann geht vielleicht irgendwann mal einer. Es ist halt Winterfischerei, ist was für die harten Hunde, ne? Genau, und da wir das sind, machen wir das jetzt auch. Auf geht's. Jörg, let's go. Bleib's quasi raus. Bis dann. Warte, das machen wir nochmal einmal. Jörg, let's go. Ciao.
Was sagst du, Jörg? Ja, die Wiederfischerei im Fluss ist ja, ambitioniert. Schon ein bisschen Schliefermögen haben, ne? Mal so auf den Abend raus und schnell einen fangen. Das ist Mitte Januar keine so leichte Übung. Weil eines ist mal sicher, ne? Der Energiebedarf ist im kalten Wasser ja auch nicht mehr so hoch wie im warmen Wasser. Das bedeutet, die Fressphasen sind auch wieder selten, ne? Und wenn, dann sind das halt echt schöne Fische, ey. Dafür lohnt sich's allemal. Die können richtig stramm sein jetzt in der Jahreszeit. Und wie läuft's? Super. Ich hab ein gutes Gefühl. Noch kein Kontakt. Aber der Zander, der hier reinkommen wird, der wird an meinem Köder nicht vorbeikommen. So, wir haben jetzt 9:30 Uhr. Time is over. Wir haben keinen dieser harten Hunde jetzt an Haken bekommen. Und wir wollen jetzt nochmal zum Abschluss eins sagen, Jörg. Das war ein geiles Tutorial. Ich habe gelernt, wie es jetzt wieder, also noch besser vom Ufer funktioniert. Da danke ich dir mal wieder für. Ich denke, unsere Community auch. Spaß hat es auch gemacht. Und dass das funktioniert, das hast du ja schon in der Vergangenheit bewiesen. Ich meine, du hast schon etliche Zander gefangen. Davon spielen wir jetzt auch mal ein paar hier ein. Nicht, dass die Leute immer denken, ja, jetzt. Ne? Es gibt Phasen, da geht das ein bisschen flüssiger. Ne? Und wir hätten es ein bisschen einfacher haben können, wenn wir uns halt an der Hafeneinfahrt stellen. Da steht halt auch so ein bisschen der Idealismus drüber, ne? Dass man Laichfische schont. Und jo, wenn wir hier einen Fangen gefangen hätten, hätten wir ihn auch gleich an Ort und Stelle verschnabulieren können. Eben. Das war unser Ziel. Das war das Ziel. In diesem Sinne, Leute, lasst dem Video einen Daumen hoch da. Wir sehen uns in den nächsten Videos wieder. Macht's gut. Euer Jörg. Und euer Hubertus von Fish & King. Und einen haben wir vergessen. Euren. Tschüssi. Tschüss. Ciao, ciao.